Oh, je. Aua. Hallo, ich bin gerade bei der Begrüßung, du Sack. Darf ich mal... Ich möchte... Ja, ich komme gerade nicht so gut, so. So, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Technomage. Ich glaube, schackt. Ja, wir wurden gerade hier angegriffen. Was ist denn? Während ich hier meine Begrüßung gemacht habe. Das finde ich ja mal unerhört. Frech. Ja. Auf jeden Fall, können wir uns mal diesen Stein hier angucken. Wir können hier nichts mehr machen. So, jetzt kommt das hier rüber, oder was? Ah, ich verstehe, das nimmt jetzt eine neue Route. Route. Ich könnte mal. Ich glaube, ich steig hier aus. Ja, Maul halten. Was man machen könnte, ist einmal. Nein, das. Und ich glaube mal, ich mach mal den wieder rein. Aha, praktisch. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Ja, 97. Sind ja nicht ganz so viele. Ich glaube, da sollte ich ein bisschen sparsam mit umgehen. Nee, du, aber erstmal. Hier müsste es weitergehen. Ich bin voll verwirrt. Oder? Das ist der nächste, sieht man mal in diesen Lichtstrahlen hier. Ja, da kommt's. Puh, ich bin froh, dass wir die Schalter nur jeweils immer einmal umlegen müssen. Und das ist das war nicht, dass jetzt irgendwie hier so ein mega schweres Rätsel kommt. Rätsel. Hä, da drüben. Egal. Aha. So, wir haben hier noch zwei Inseln. Und dann ist das hier die letzte Insel und dann gehen wir jetzt hier an Land. Hopp. Aua, aua. Aua. Ich soll mal kurz F9. Spielstand safen. Muss ich jetzt? Ich will nicht darüber springen. Nein! Scheiße, weh, ich muss es hier von vorne machen, dann raste ich aus. Fuck you. Aber warte mal, vielleicht ist der Kurs jetzt beibehalten. Oder kann es sein, dass neue Boote gestartet werden? Mit den Schaltern, das ist ähnlich wahrscheinlicher. Ich glaube übrigens erstmal jetzt bei den Pfeilen, weil die doch ganz geil sind, habe ich festgestellt. Ja, Musik ist gut jetzt. Aber die Inseln sind zum Glück geleert. Lol, warte mal. Kann ich nicht einfach mal... Nein. Laden. Schnell speichern. Ja.
F9. Boom. F9. So. Jetzt kommt der, bringt uns hier rüber und von da aus kommen wir wahrscheinlich dahin, nicht wahr? Bieg ab. Aha. Aha, aha, aha. So. Nehme ich mal mit. Ja, Musik. Bedrohlich. Ah, ah. Ich gebe euch allen aufs Maul. Müsste hier gleich links der Anleger kommen. Nummer 7. Dann mache ich mal kurz F9. Was war das? Werden wir schon gleich herausfinden. Okay. Irgendwie glaube ich, dass hier gleich ein Fluss vorbeikommt, auf das ich raufgehen kann, dass mich das. Da ist es. Ne. Oh, läuft. Ich bin auf jeden Fall hier. Hoppala. Ich glaube, der ist umgestellt. Ich guck jetzt mal, ob hier was ankommt. Versteht das irgendwie gerade nicht. Soll ich jetzt hier wirklich warten, bis das Floß vorbeikommt? Aber ich komme da noch nicht drauf, oder? Ich versuch's mal mit F, also mit V. Und drücke die Leertaste. Die ausnahmsweise mal nicht springen ist. Arsch! Meine Fresse. Okay, warten, bis es aufhört. Dann wieder ins Wasser springen. Boah, wir haben jetzt diese ganze Passage gehangt. Geschafft, meine ich. Und hängen jetzt hier fest. Seriously? Komm, jawohl. Warten, bis er vorbeikommt. V drücken. Dann Alt, links Alt drücken, um zu springen. Okay. Wie soll ich denn da raufkommen, verdammte Scheiße nochmal? Oh, Baller. So. Ich hab echt das Gefühl, dass ich damit weiter springen kann. Hä? Da ist es. Ich drücke springen und er springt nicht. Ist das scheiße. Ich schlag gleich meinen Bildschirm kaputt. Ernsthaft. Ich muss mich gerade beherrschen, um nicht laut ins Mikro zu schreien. Kann doch nicht wahr sein, was? Nee, nicht schießen. Machen wir wieder den Morgenstern rein. Fick dich. Ich will jetzt hier raus. Hallo? Ich war drauf. Ich war ja wohl drauf.
Warum fällt der runter, der Bob? Ich komme nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie das gehen soll. Das kann nicht deren Ernst sein. Na also. Bin ich denn jetzt da hinten? Hoffentlich ist das Ding jetzt auch noch da. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck. Habe ich das gerade angelassen? Hat Mikro, da tut mir leid. Oh, hihi, tut mir ganz toll, furchtbar leid. Ich fahre jetzt durch die Mitte. Ah, es ist doch das Floß, das seinen Kurs ändert. Gut zu wissen, wenn ich jetzt da wieder an Land gehen muss, dann kotze ich. Fahr geradeaus. Weiter. Warte, wie soll ich denn da jetzt hinkommen, bitte? Muss ich das wieder umstellen? Muss ich das jetzt wieder zurückstellen? Wir hätten übrigens gar nicht auf diese beiden Steinstellen springen müssen, wie ich gerade gemerkt habe. Wir hätten auch wieder zurück aufs Ding gehen können. Hätte auch lieber wieder auf die Pfeile. Irgendwie. Ah! Ich habe immer noch 74 von, da kann ich ja durchaus ein paar verbraten. Wir sind ja schon nicht schlecht, dann kann ich die schön aus der Ferne abschießen. Warte mal. Was ist denn das jetzt? Achso, wir kommen noch vorbei. So, ich komme da jetzt aber nicht ran, oder? Hallo? Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Irgendwas stimmt und ich möchte jetzt speichern. Wenn du mir so sagst, gerne. Speichern. Ja. Ja, okay. Mal gucken. Was gab? Jai. Aua, du sollst nicht ausweichen, du Spastenvieh. Aber ich glaube, ich gehe wieder auf den Morgenstern, oder? Fick dich. Aha. Auch nicht jetzt so die Herausforderung. Aua. Feuer, Zauber, for the win.
Aua. Was? Was ist das denn? Auf zu laufen. Aua, 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 aua. Lauf doch. Boom. Aua! Mit der Zunge. Sack. Lauf zu laufen. Ja. Aua. Diesmal nicht. So, ich flieg aus dem Spiel. Hui, das war knapp. Ja, gegen meinen Feuerzauber kommst du, Sackgesicht, aber nicht an, Kollege. Die! Weg, ihr Viecher! Ha! Das war's, du schleimige Bestie! Dein Gift wird keinen Fluss mehr in einen fauligen Sumpf verwandeln! Nie mehr! Das war der Flussvergifter, meine Damen und Herren, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, war eigentlich logisch, ne? Feuerwerk! Komm, das hängt. Hängt sich gleich wieder. Ganz ruhig. Yay! Bitte sehr. Aber bitte. Melvin, wie können wir dir jemals für all diese Heldentaten danken? Du hast nicht nur den Flussvergifter getötet. Nein, du hast wahrhaftig den ganzen Wald gerettet. Und das kommt ziemlich aus selbe hinaus. Ja, er kann. Also bitte, 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 bitte. Beruhigt euch mal. Ja, nicht so viele Danksagungen. Ich bin ein Held, ein Mann des Volkes, mir reicht euer Frieden und euer Glück als Belohnung, ne? Schön bescheiden bleiben. Obwohl, ein bisschen Gold könnte nicht schaden, wa? Oder irgendein Mann. Mel, ich weiß nicht, wohin dein Weg dich führen wird, aber unsere besten Wünsche werden immer mit dir sein. Und gib gut auf den Kristall von Horpach Acht. Er scheint irgendwie mit dir und deinem Schicksal verbunden zu sein. Und darauf wäre ich jetzt noch nicht gekommen. Hm. Warum nennen nämlich eigentlich alle, weißt du, ich komme in das Dorf an. Ist mir jetzt mal gerade so im Nachhinein aufgefallen. Ich komme ins Dorf an und alle nicht, hey Mel, wie geht's dir? Weißt du, die kennen mich nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, woher die meinen Namen kennen. Und reden mal, hey Mel, alter Kumpel, wie geht's dir? Ja, das ist eigentlich ja nicht so ganz, aber wollen ja nicht so sein. Der gelbe Kristall hat meine Vermutungen bestätigt. Daher bin ich jetzt wild entschlossen, mich so bald als möglich wieder auf die Reise zu begeben, um herauszufinden, ob es noch mehr solcher Artefakte aus der Vergangenheit gibt, die mir etwas zu sagen haben. Wahrscheinlich, ich glaube sogar noch zwei, weil wir noch zwei Plätze frei haben. Wir gehen nochmal. Tschüss. Schach! Hast du das gehört? Sie hat etwas von einem Kristall erwähnt. Und unser kleiner Held hier hat offensichtlich einen. Versucht es gar nicht erst. Ich frage mich, was so ein Kristall wohl wert sein mag. Ob er noch mehr davon hat? Es gibt Gerüchte, dass es noch mehrere dieser Kristalle in Gotthaus geben soll. Gotthaus? Gotthaus. Du hast recht. Der kleine Kerl könnte uns noch sehr von Nutzen sein. Vielleicht führt er uns zu weiteren wertvollen Artefakten. Und es fällt dabei für uns etwas ab. Vergiss es. Warum wird der vom Feuerwerk umschirmt? Ich bin hier der Held. Zieh ab! Verzieh dich! Du bist also Melvin. Ja. Wir, also meine Gefährten hier und ich, wir wollten dir etwas vorschlagen, das bestimmt nicht dein Schaden sein soll. Jetzt, wo der Wald auch ein wenig mit unserer Hilfe gerettet worden ist, haben meine Kameraden und ich beschlossen, dass es an der Zeit für uns ist, weiterzuziehen. Zufällig wird uns unsere Reise durch den Canyon führen. Eine unwirtliche und für wenige erfahrene Reisende recht gefährliche Gegend. Also, wir haben uns dann gedacht, weil wir ganz nebenbei mitbekommen haben, dass du noch ganz bestimmten kristallartigen Artefakten aus der Vergangenheit suchst. Wir auch wissen, dass so ein ähnliches Ding vor ganz vielen Jahren einmal in einer alten Mine im Canyon gefunden wurde. Ob wir dir nicht besser unsere Begleitung anbieten sollten. Schau, es wäre doch für uns alle bequemer. Wir
Wir können dir den Weg zeigen. Und du könntest uns einfachen Händlern mit deinem Kampfgeschick zur Seite stehen, falls wir auf gefährliche Monster stoßen sollten. Es liegt uns natürlich fern, uns aufdrängen zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Wir denken aber wirklich nur an dein Wohlergehen. Glaube ich dir. Was hältst du von unserem großzügigen Angebot? Nicht viel, aber der Spiel, also Melvin würde ja sagen, das ist auch noch geht. Was mich jetzt aber interessiert, der Canyon, das dürfte jetzt ja Kapitel Nummer 5 sein, war es, glaube ich. Und wir sind immer noch nicht Thales begegnet. Und Thales ist, weiß ich gar nicht so viel. Ich weiß, auf jeden Fall ist sie hier auf dem Cover, also hier vorne drauf. Das sieht jetzt, finde ich, weil ich keinen Facecam habe. Aber hier ist ein Mädchen drauf, das heißt Thales, das liest man auch in der Beschreibung hinten, also Goros, ein weltvoller Geheimnis, bla bla bla. Melvin wird auf seiner Reise gefährliche Wesen mit zwei Gestalten und die bezaubernde Thales treffen, die dein Schicksal teilt. Wann denn? Wir sind jetzt schon im 5. von 8 Kapiteln. Oh Gott, wie lang werden die wohl noch? Vielleicht treffen sie jetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich möchte die endlich kennenlernen. Das ist irgendwie jetzt, wäre mal schön. Das hört sich schon sehr vernünftig an. Es ist in diesen Zeiten sicherlich besser, in Gesellschaft zu reisen. Zumal, wenn ihr die Gegend schon kennt. Na gut, von mir aus können wir bald aufbrechen. Idiot. Naivling. Das hört sich sehr vernünftig an. Viel Glück, Mel. Wir werden dich niemals vergessen. Naja, andererseits, wenn sie wirklich ihr Wort halten und solange sie mir den Kristall lassen, meinetwegen können sie gerne die ganzen anderen Scheißschätze haben. Ich danke euch, holde Prinzessin. Ich werde oft an das Reich der Feen und seine bezaubernden Bewohnerinnen denken. Viel Glück auch für euch. Werden wir jetzt wohl haben, dank uns. Na, dann lasst uns aufbrechen. Große Aufgaben erwarten uns. Angeber. Oh, eine Zwischensequenz, die ich euch jetzt hier beschreiben muss. Ich weiß immer nicht, warum die nicht mit aufnimmt. So, wir sitzen auf diesem komischen Reitviech. Auf einem, das andere, es gibt noch ein anderes. Und unsere beiden Schachfreunde machen sich auf den Weg mit dem ganzen Gerümpel. Und auch wir begeben uns auf unserem Reittier, einem dinosaurierähnlichen Vieh. Wir laufen eine Landstraße entlang und oben auf einem kleinen Hügel fliegen zwei Schmetterlinge gelb und lila umher, die jetzt gerade verschwunden sind. Es ist Nacht, wir laufen durch eine Wüste, der Sternenhimmel über uns. Wir liegen ein bisschen zurück, aber wir halten natürlich gut dran. Ist das ein Sandsturm? Ich glaube schon. Ein Sandsturm. Ausgedörrte Bäume, wir sind immer noch in der Nähe der Wüste, oder zumindest durch. Und Melvin schläft ein. Wir werden geweckt von unserem Mitreisenden, der uns... ...den Canyon offenbart. Wir sind im Canyon. Und jetzt... Wenn das hier der Canyon ist... Dann entsprach Torlors Beschreibung ausnahmsweise mal voll der Wahrheit. Es ist wirklich nicht sehr einladend hier. Nur Staub und Sand. Und die Sonne brennt unbarmherzig auf den ausgetrockneten Boden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemals jemand freiwillig gewohnt haben soll, geschweige denn, dass es hier ein Bergwerk gibt. Aber was bleibt mir denn anderes übrig, als jedem Hinweis auf einen weiteren Kristall der Ewigkeit nachzugehen? Außerdem werde ich irgendwie den Eindruck nicht los, dass Torlor nicht ganz ehrlich zu mir ist. Wieso will er mich denn gerade jetzt loswerden? Nun, auch das werde ich zweifellos bald herausfinden. Eine kleine Logik, Luke. Er hat die Kristalle bisher immer, oder vielleicht haben die ihm was erzählt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er bisher noch kein Wort darüber gesagt, dass es Kristalle der Ewigkeit sind. Immer noch die komischen Kristalle. Woher weiß er, dass es Kristalle der Ewigkeit sind? Ich weiß es nicht. Und ich muss die Folge beenden. Ich bin schon wieder in deutlichen Überlänge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Oh mein Gott. Bitte nicht, das wird riesig hier sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Mann, die Folgen werden zu groß.